Also ich habe ja seit 2 Jahren jetzt eine Professur, auch eine Gesangsprofessur und bin jetzt auch mit diesem Thema doch immer mehr konfrontiert, auch in Masterclasses. Und hatte jetzt gerade vorgestern eine Masterclass gegeben und habe da den Studenten gesagt, also gerade wenn sie noch in der Institution einer Schule sind oder eines Opernstudios, wo man ja bombardiert wird mit Angeboten, ist es wahnsinnig wichtig, dass man einfach ganz genau lernt, sich selber kennenlernt und für sich selber das herausholt, was man meint, man benötigen würde. Das ist natürlich für ein 19-jähriges Mädchen oder einen 22-jährigen Burschen wahnsinnig schwierig, aber trotzdem würde ich wirklich sehr empfehlen, weniger überhaupt, wie diese Welt alles nach außen richtet, sich mehr nach innen richten und wirklich verstehen, was fehlt mir noch oder wohin möchte ich. Weil die Verlockung oder die Träume darf man natürlich haben, aber es ist ein wahnsinniges Haifischbecken, diese Opernwelt oder diese Klassikwelt, um es noch im weiteren Sinne oder zu erweitern. Und da ist es einfach wirklich wichtig, dass man bei sich bleibt und vielleicht auch sich mal konzentriert auf nur einen Lehrer und nicht bei 1000 Leuten bei 1000 Leuten sich zu informieren. Ich glaube trotzdem, und da will ich optimistisch sein, dass Talent und Leute, die künstlerisch was zu sagen haben, doch ihren Weg machen. Egal bei welcher Agentur sie landen, dass sich dann Qualität halt doch durchsetzt letztendlich. Neben all dem Klamauk, den man ertragen muss, würde ich schon sagen. Also jemand, der eine Seele hat, die er nach außen tragen kann durch sein Instrument, der wird wahrscheinlich gehört.